Guten Tag, moin moin und herzlich willkommen zu unserem Kuchenback-Kursvideo zum Passivlernen. Das Passiv ist eigentlich ganz einfach. Wir bilden es aus werden und dem Partizip. Werden konjugieren wir, das Partizip bleibt immer gleich. Der Aktivsatz ist hier, wir backen einen Rührkuchen und der Passivsatz, ein Rührkuchen wird gebacken. Wenn wir sagen möchten, von wem er gebacken wird, dann sagen wir von uns. In den meisten Passivsätzen ist aber der Täter, also die Person, die etwas macht, nicht wichtig. Sag mal, Robert, hättest du Lust zu sehen, wie man einen Rührkuchen backt? Oh ja, Mama, super Idee. Wie ein Kuchen gebacken wird, wollte ich schon immer wissen. Dann fangen wir gleich mal an. Die Zutaten habe ich schon fertig abgewogen. Hier, 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 250 Gramm Mehl, ein Esslöffel Backpulver, drei Eier und eine Prise Salz. Zuerst rührst du die Butter, den Zucker und den Vanillezucker schaumig. Also die Butter, der Zucker und der Vanillezucker werden schaumig gerührt. Dann gibst du die Eier und das Salz dazu und rührst alles durch. Dann werden die Eier und das Salz dazugegeben und alles durchgerührt. Danach siebst du das Mehl und das Backpulver durch und gibst es dann in die Schüssel. Das Mehl und das Backpulver werden durchgesiebt und dann in die Schüssel gegeben. Anschließend verrührst du alles miteinander. Anschließend wird alles miteinander verrührt. Jetzt gibst du den Teig in eine ausgebutterte Form und heizt den Backofen auf 180 Grad vor. Jetzt wird der Teig in eine ausgebutterte Form gegeben und der Backofen auf 180 Grad vorgeheizt. Zum Schluss lässt du den Kuchen ca. 50 Minuten im Ofen. Der Kuchen wird zum Schluss ca. 50 Minuten im Ofen gelassen. Und noch ein Tipp. Ist der Teig mal etwas zu dick, rührst du einfach etwas Mineralwasser darunter. Also wenn der Teig mal zu dick ist, wird einfach etwas Mineralwasser darunter gerührt. Die Zeit ist um. Wir decken den Kaffeetisch und dann essen wir den fertigen Kuchen. Super, jetzt wird der Kuchen gegessen. Der Kuchen war wirklich lecker und wir hoffen, ihr probiert ihn auch aus. Und lasst uns dann wissen, ob er euch geschmeckt hat. Tschüss, Baba, pfiat euch, ade und macht's gut, euer Deutsch Global Team.